Thank you.
Geschwistern der schönen Stadt Gerolstein begrüße ich euch hier recht herzlich zu unserem Machtentzug, beziehungsweise jetzt hier zu unserem Ziel, was wir nach dem Machtentzug hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gerolstein haben. Warum wird der Martinstag eigentlich am 11. November gefeiert? Gestorben ist der heilige Martin zwar schon am 8. November 397, am 11. November wurde er dann unter sehr großer Beteiligung der Bevölkerung beerdigt. Daher wurde das... Moment. Es ist etwas zu dunkel. Daher wurde das zu seinem Gedenktag. Eine Szene aus dem Leben des Heiligen ist allen bekannt. Der junge Offizier Martin vor dem Tor der Stadt Amiens. Ein frierender Bettler bettelt um sein Erbarmen. Kurzerhand gibt ihm Martin die Hälfte seines Soldatenmantels. Was ihr einem Geringsten getan habt, das habt ihr an mir getan. Steht im Evangelium von Matthäus, Kapitel 25, Vers 40. Macht der Weihnachtsfestkreis erst mit dem ersten Advent beginnt. Das mag darin begründet sein, dass der November schon in die Wintertage führt. Die schönen Sommer- und Herbsttage sind nun endgültig vorbei. Es wird draußen deutlich kühler. Die Tage sind kürzer, die Nächte länger. Das Martinsfest mit seinen Laternen bringt das Symbol des Lichtes in den Tag der wachsenden Dunkelheit in einen Zusammenhang mit der Liebestat des heiligen Martin, wie sie uns in der bekannten Legende erzählt wird. Das Licht, was ihr in euren Laternen trägt, ist das Zeichen für Liebe und Güte. Es wärmt und schenkt Orientierung und Wegweisung. Das Licht des heiligen Martin leuchtet uns noch heute, auch heute Abend, und hat viele Menschen dazu gebracht, mit ihren Möglichkeiten Gutes zu tun. Das Licht, wenn wir es so weitergeben an viele, wird nicht dunkler, sondern heller. So werden wir auch nicht ärmer, wenn wir weitergeben, was uns Freude macht. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich möchte mich, bevor wir dann jetzt zur Ausgabe der Weckemänner kommen, ganz herzlich bedanken für die musikalische Umrahmung heute des St. Martinszugs bei den Gerolsteiner Stadtsoldaten. Habt ihr wirklich toll gemacht. Vielen Dank dafür. Ich habe